Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Outlast Let's Play. Weiter geht's genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Oh Gott. Naja, aber doch, wie ist das wieder leer? Wenn mir die Anzeige nicht gibt, brauche ich eigentlich gar nicht versuchen, die Tür aufzumachen. Ja, kann ich ausnahmsweise auch. Leider. Wo müssen wir jetzt lang? Hallo? Da liegt eine Batterie. Neben den komischen Menschen. Mal nicht hoch. Dann kommen wir auch nicht weiter. Muss wieder ein Stück zurück. Ach. Ah, okay. Ich weiß, wo wir sind. Nee, kann man ja nichts mehr. Hä? Wo müssen wir jetzt lang? Wir sind jetzt hier hoch. Ich denke mal, das ist richtig. Nur für eine Batterie wird man hier wohl schlecht hochgejagt. Glaube ich. Hoffe ich. Einfach mal ein bisschen nach oben gucken. Hallo Mensch. Ach, hier kommen wir da runter. Will ich das denn? Ah, ich muss wahrscheinlich. Ach nee. Bevor wir es dann in irgendeiner Notsituation mal schnell brauchen. Oh, man kann sich ja drinnen verstecken, ist ja cool. Mach ich lieber jetzt schon mal neu Überdachung rein. Lass mich in Ruhe, ich komme hier hoch. Wo ist er? Wo wir hier überall rumkraxeln. Warum machen wir das? Warum wollen wir eigentlich übrigens unbedingt diesen scheiß Priester finden? Ist doch unglaublich. Das war ja clever. Übrigens, Entschuldigung, wenn ich gerade nicht so viel sage, aber das ist gerade so. Ich bin gerade so angespannt irgendwie. So. Oh, fuck.
fuck. Ich sag, komm, Valerie. Das können die mir nicht antun. Scheiße. Ach Gott. Ich war nicht da. Oh. Hier ist ja noch mehr Außenbereich. Ich krieg langsam echt zu kotzen. Ich will echt wieder rein. Das ist unglaublich, aber wahr, dass ich das mal sage. Was hat er denn jetzt? Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann das riechen. Als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Wait. Was sagst du? Ja, unsere Batterie ist übrigens schon wieder leer. Super Sache. Ich krieg ja noch 1:4. Ich weiß schon wieder nicht wohin. Hier hin. Ah. Es geht wieder rein. Warum versteckt er sich denn auch so krass? Muss er ständig irgendwo rumlatschen? Guten Tag. Na, okay, ohne Batterien ist halt echt assi. Und hier gar nichts sieht. Das Gefühl, ich bin richtig, weil eben musste ich noch nicht springen. Da hinten war was. Das ist eine Batterie. Nein, das ist Blut. Eine Batterie. Geh weg, komischer Mensch, will nicht. Gebildet. Achso, die Errungenschaften seht ihr ja gar nicht. Ach ja. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinze und sehe atmosphärische Störungen, etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es.
an sich wäre es jetzt eigentlich ganz praktisch, wenn wir sterben, weil wir dann wieder eine Batterie kriegen. Also einmal vollgeladen, noch eine Batterie dazu. Warum kann ich jetzt in diesen Raum rein, weil hier nichts ist, oder was? Das ist zum Kotzen. Ach Gott, ich will hier nicht. Wann kommt die Musik jetzt? Warum passiert das jetzt? Warum sehe ich absolut nichts? Linke Maus, das ist ein Verstecken. Ja! Oh, nicht doch. Wollt mich doch verarschen, oder? Noch, Mann. Das gibt's doch nicht. Dokumente lesen, das macht immer Spaß. Kurze Einführung in die Warrider-Mythologie für den Betreuerstab von MRD. Murkoff Corp. Hinweis, nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Warrider, auch als Alb, Mara oder Shred bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft dringend auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber es soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Hier geht's? Warum macht denn er sowas? Ist ja widerlich. Bin ich von hier gekommen als... Ah, ich komme dem Geräusch auf alle Fälle näher. Achso, das war ja das hier, stimmt ja. Das heißt, ich bin da schön im Kreis gelaufen, ja super. Meine Batterie ist schon wieder fast leer. Ich krieg gleich so einen scheiß Anfall. Ja, man grad. Das ist, wenn die Batterie fast leer ist, dass es dann so rumspinnt. Oh, Scheiße. Hi.
Genau, jetzt geht diese Scheißlampe aus. Hallo? Ich möchte nicht wieder raus. Gut. Ich will auch nicht nach unten, ich will nach oben. Ah, ja. Ich mag's, wenn es nur eine Richtung gibt, wo man langlaufen kann. Ich bin für jede Batterie dankbar, echt. So, was kann ich machen? Ne, ist gar nicht zugehört. Schade, irgendwie schlimmer ist, wenn wir bei denen sind. Keine Rätsel, nichts? Ah, werden 3 Sicherungen nötigt. Ja, super. Oh nee, jetzt geht das wieder los. Also, ich muss ehrlich mal sagen, so viel Abwechslung bietet das Spiel halt echt nicht. Von Aufgaben her. Finde das und das. Lauf vor dem Mörder weg. Hi. Tschüss. Gott, über diese kranken Menschen. Kotzen mich an. Da war doch gerade einer. Hallo. Lauf an mir vorbei, finde ich gut. Aber es sind ja 3, oder? Aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren es 3. Allerdings, wo ist die dritte? Es gibt ja nicht so viele Wege jetzt. Ja, du wirst schon kotzen, wenn du wieder zurückkommst, die Sicherung weg ist und noch eine Batterie. Kommst du?
Kommt er? Ja. Geh weg. Da, geh in die Richtung. Los. Warum macht er nicht das, was ich will? Gehe ich jetzt hier einfach auch rüber. Ah, hier drunter kann man sich verstecken. Ist schon mal praktisch. Oh. Mein Gott, verpiss dich. Haha. Kommt er jetzt hier wieder vorbei? Oder lässt das bleiben? Gott, wie dumm ist das denn? Mach's jetzt so rum. Gott. Man sieht wirklich gar nichts. Gut, er ist weg. Ja, aber da müsste diese eine der Sicherung hier liegen, oder? Ah ne, warte mal, man kann ja hier noch lang. Oder sind wir von hier gekommen? Ich laufe einmal ein Stück. Von hier sind wir nicht gekommen. Scheiße. Hätte ich den Schrank nicht vorher sehen können? Noch mal kurz vorbeilassen. Ja. Ist irgendwo die Sicherung? Ich bin die mal schnell weg. Nein, wo kommt der? Der? Ja, oh Mann. Haben wir jetzt schon beide sicher? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Ob wir jetzt schon zwei Sicherungen haben. Nein, natürlich nicht. Dann gehen wir jetzt erstes hier, ja? Gut.
Hä? Aber gerade frage ich mich, wozu? Weil jetzt muss ich wieder zurückschieben. Die anderen beiden sind jetzt nicht so schwer loszukriegen. Oh, hi. Ich hab so eine Idee. Nein. Falsche Idee. Ja, du kommst da nicht durch, Kollege. Allerdings kommen wir auch so schnell jetzt hier nicht raus. Ah, hier ist sowas zum Verstecken. Hallo? Wenn er schlau wäre, würde er einfach da warten, weil... wo soll ich denn sonst hin? Ich hoffe, er klettert hier nicht rüber. Das wäre nämlich irgendwie nicht so toll. Hallo? Wäre, glaube ich, wieder cleverer gewesen, die anderen zwei erst zu finden. Dann das. Weil jetzt streunert er hier in den scheiß Gang rum. Na, no, fick dich doch nur. Warum kommt der denn noch jetzt um die Ecke? Weg. Wo bist du? Gut. Eins kann ich jetzt schon mal sagen, die Tür wieder kann man vergessen. Er kommt mir aber auch so blöd entgegen. Jetzt kommt hier der Heinz, glaube ich. Oder auch nicht. Könnte man fast eine Batterie übersehen. Oh. Da war er. Hab ihn genau gesehen. Hallo. Ja, geh weg. Ich will es eigentlich immer so weit wie möglich rauszögern mit denen. Aber wenn ich dann gar nichts mehr sehe, wenn ich wegrennen muss, ist das auch doof. Guten Tag. Ich nehme das mal, ja? Und tschüss. Fängt er an.
zu heulen. Oder zu lang? Oder irgendwas anderes Krankes? Hey, Moment. So war es aber nicht abgemacht. Lalalala. Treppen da lang. Ja, warte, warte. Eine Waffe in der Hand? Ja, hat er. Hä? Hier unten muss doch... rein theoretisch... der Schlüssel gefallen sein. Aber egal, wir haben schon wieder eine halbe Stunde, sogar ein bisschen überzogen. Wow, 2 Minuten, geil. Ja, wir hören uns im nächsten Part. Ciao.